Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Council. Wir müssen jetzt zu Mortimers Arbeitszimmer gehen. Ich bin immer noch ein bisschen... Moment, ich muss mal eben einmal mein Mikro einmal verschieben hier. Das ist mir ein bisschen zu nah. Okay. Mortimer ist... Wieso kann ich denn nicht schnell laufen gerade? Achso, wir ist unser Vater. Sehr interessant. Duke Manuel Godoy. Ich kann auch nirgendwo rein gerade. Ja, der ist unser Vater. Wir sind also auch ein Dämon. Mein Kopfhörer fällt auseinander. Das Gummi löst sich gerade ab, habe ich gerade gesehen. Beim Ohr rein. Unsere Mutter ist wohl erschossen worden von, nicht von Emily, sondern von Emma. Wir haben uns vertan bei der Entscheidung. Ich bin zutiefst bestürzt über diesen Ausgang und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Also wirklich nicht. Ich habe mal kurz bei einem anderen in einem Let's Play reingeschaut, um zu gucken, wie lange das Spiel jetzt hier überhaupt noch geht. Also anscheinend sind es noch 3,5 Stunden. Ich bin mal gespannt. Als ich da reingeschaut habe, habe ich gesehen, da sind ja ganz andere. Also es ist wirklich egal, wie man sich entscheidet oder so, es ist immer ein anderes Spielerlebnis. Und das, ich mag solche Spiele ja, ne? Das ist, findest du was gut? George Washington, was macht der denn hier? Den können wir bestimmt ansprechen. Louis, busy as always, I see. How lucky you are. I must admit, I'm trying to kill the boredom myself. I get the impression we're all in the same boat. And here I was, thinking you might have some juicy gossip. Nein, hat er welche? Me? No, nothing at all. I would like to be able to say yes, but it's been dead quiet. The only one with anything to say is Duke Manuel. But with that accent of his, I don't understand a word he says. It's exasperating. Right. I've wasted enough time. I'll keep our conversation to myself, Mr. President. Anyway, I must be going now. See you later, Louis. Wir haben ja jetzt hier auch so eine neue Kraft gekriegt, die, wo wir die Leute halt, also diese Gedanken von denen lesen können. Aber wir sollen das wohl nicht bei Dämonen versuchen, weil Dämonen kriegen das mit, wenn man das versucht, also deren Gedanken zu lesen. Und ich finde das, diesen Abgrund hier immer noch sehr beunruhigend. Dann gehen wir mal zu unserem Papi. Und Sarah war gar nicht unsere Mutter, sondern irgendwie, ja, die hat unsere Mutter umgebracht und so getan, als wäre sie unsere Mutter. Das kam alles so raus und ich habe keine Ahnung. Louis, I was sure you would stay. I'm proud of you. You've made the right choice. You must have been disappointed not to have been able to speak to Sarah one last time. I would have liked her to tell you herself. Well, I guess I'll never know now. True. Even so, there is one more thing I haven't told you about her. Sarah was my daughter. What? But why didn't you tell me the truth about her? I thought that might be too many truths to absorb at one time. I intended to tell you afterwards. You were in a hurry, so I made a decision. You've been able to understand and choose for yourself. How do you feel? Hard to say. Wie fühle ich mich? Ja, es ist überwältigt, erleichtert, ängstlich, fasziniert, ja, überwältigt, würde ich sagen. Confused about everything? I have to admit, it's been a lot to take in such a short amount of time. What could be more normal? It may have been a bit brutal. But you've just grown up in a very short space of time. From now on, you can influence your own future. I will guide you. We've all the time we need. You're not the first to make me that offer. What do you mean by that? Your brother, Sir Gregory. Gregory. Why am I not even surprised? What did he say? Wir könnten jetzt Gedanken lesen. Er hat über Mortimer gesprochen, er hat über seinen Vater gesprochen. Er macht sich Sorgen um Mortimer. Ja, nehmen wir das. Oh, können wir das überhaupt benutzen? Ja, komm. I think he's worried. Worried? Marvelous. That's just like him. You know, in a family like ours, we all have a role to play.
and his is to worry about everyone else. Let me reassure you, there's no reason for him to worry about me. Ich würde gerne wissen eigentlich, was meine Rolle ist, ja. And what would my role be in all of this? That's for you to decide. I'm not trying to force you, Louis. I have high hopes for you, but the decision remains yours to make. I don't impose anything on anyone. I'm just following my own path. But where does it lead? I suppose I should explain. For centuries now, demons have emerged in and around great leaders all over the world. But like true tyrants, they have governed with an iron fist in a studded glove. That's the impression I get. But you see, people's discontent is increasing, and they are too high up to hear it. They take themselves for gods. Sooner or later, the people will turn against us, just as they have in the past. Each time it's happened, many of us have died. We must master the humans, yes, but gently. And the best way of doing that is by allowing them a free choice, Louis. Er will Freiheit für die Menschen. You really are trying to liberate men. Of course, not entirely, no. It is easier to keep control over people who slumber than people who are oppressed. Mm-hmm. A man with nothing to lose is a dangerous man. Whereas, if you give him a roof, food and entertainment, he will do whatever you want. Ist logisch. The best way of getting them to achieve something is to make them think it was their idea. For that, they have to feel as if they are free. Mm-hmm, Hang on. What do you mean? Look at the United States. From the start, I introduced an idea that will change everything. The idea that everything is possible. Everyone can become someone. Is there anything more beautiful? You mean it's not true? Man can move mountains when he believes it is in his own interest. And what nobler cause is there than his own freedom? Das ist unmoralisch, weitere Beide. Ich finde das jetzt, ja, ich meine, er hat recht, ne? Es ist logisch. Also das, was er da gerade erzählt, macht, ergibt definitiv Sinn für mich jetzt. Ich finde es jetzt nicht unmoralisch, weil er im Grunde gesehen sind es trotzdem noch Marionetten. Aber die Marionetten arbeiten halt nicht unter Druck. Sie führen halt ein sorgloses Leben trotz alledem. Und ich finde da jetzt, ja, das ist immer sehr schwer, weil ich weiß, ich werde manchmal immer, wenn ich meine Meinungen äußere, bei speziellen Entscheidungen oder Spielen, dann werde ich immer danach in den Kommentaren recht fertig gemacht, weil die anderen halt nicht der Meinung sind oder das halt für, auch für unmoralisch halten oder für falsch, wie ich mich entschieden habe und ich gehe da gar nicht drauf an, ich lösche solche Kommentare eigentlich, weil es ist ja mein Spielerlebnis und das ist das halt so, wie ich das jetzt gerade sehe, ich spiele das Spiel und jeder kann das Spiel ja anders spielen oder jeder hat auch ein ganz anderes Denken, das heißt jetzt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin oder dass ich das jetzt auch wirklich so durchziehen würde, so für mich jetzt, ich versuche mich halt immer in die Situation hinein zu versetzen. Und jetzt, als wenn ich Louis wäre und für mich, und so würde ich dann jetzt halt in dem Moment handeln, wenn ich wirklich nur diese Auswahlmöglichkeiten hätte. Deswegen, ich finde das immer, jeder sollte, ne, machen und dann so, ne, immer dieses, dann schreibt, dann einfach nicht drunter schreiben oder auch mit diesem, dann kriegt man dafür, ich meine, ich habe zum Beispiel sehr viele Dislikes, ich meine, klar, ich war, bin auch nicht super darin, in diesen Musikvideos machen, ist jetzt ein ganz anderes Thema. Aber ich habe viele Musikvideos gemacht über Dragon Age Inquisition und ich habe laut vieler Kommentare auch viele Dislikes eigentlich nur kassiert, also meist nur kassiert, weil diejenigen, diese Hauptpersonen in dem Video nicht leiden konnten. Ich habe viele Videos über die Meine Elfe und dem Solus gemacht und weil viele ihn halt nicht mögen, haben sie dann einfach ein Dislike gegeben, weil, ja, ist ein, ne? Das ist, und das, da denke ich mir immer so, dann schaust du dir doch einfach nicht an, ist doch egal. Ich meine, dafür, ich meine, mich interessiert es nicht, gib mir ruhig ein Dislike, wenn es dir nicht gefällt, aber, ich meine, dafür geht bei mir die Welt nicht unter, aber ich verstehe es halt nicht, ne, also ich bin nicht so einer, naja, egal, so, ich schweife ab, so, weitere Beispiele hätte ich gerne. Do you have any more examples? Of course. Ja, Emanzipation der Frauen, sehr gut. Mhm. And what would you propose for women? They must be given the right to work and to vote. Mhm. Look, at the moment they don't work.
They take care of raising children. Mm-hmm. What a mistake. We have to get them out of the house. Make them work. In this way, not only will they become consumers, but they will also delegate the job of education to the system. We could guide humanity from a young age, Louis, don't you see? Today we are wasting too much time. So, ich dachte, das ist jetzt zum Beispiel so ein Thema. Ich fand das jetzt gut, dass er gesagt hat, wir müssen sie rausschicken, wir müssen sie arbeiten lassen, bla bla bla, ne, und sowas alles. Aber dann war da jetzt wieder der Punkt und dann, das System erzieht die Kinder, wir können die Kinder von Grund auf formen. Das ist schon wieder Kacke. So, das ist jetzt meine Meinung, ne. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt komplett gut ist, was er gesagt hat. So, wir nehmen die Sklaverei. Talk to me about slavery. Well, take the slave trade, for example. It's an archaic practice that simply has to stop. Today, black slaves of America work for free and in unbearable conditions. Tomorrow, if you free the blacks and offer them work along with a salary, they will bless you for it. Then, they will be integrated into the system. They will be taxable. Once they are free, they will have to work for a roof, pay taxes, and feed their families. Maybe we could take away the civil rights of prisoners, for example. In this way, we'll keep control of all those who respect the system and benefit from the others as workforce. Mhm, dann nehmen wir mal die Religion. What obscurantism! By harping on this concept of good and evil, guilt and redemption, look where men are now. Locked up in beliefs that should no longer exist. It's time for men to rediscover themselves and to take control of their lives as they really are, without any moral judgment. Fortschritt. Tell me what you think about progress. Progress is essential, Louis. It's the future. What else? Progress must liberate humanity from burdensome chores. Progress must replace man, whatever his presence is not obligatory. It creates both the desire and the need. It will liberate women as soon as the machines are able to do all the chores in the home automatically. It will bring men together by bringing a faster means of locomotion. Look at the cultural revolution that printing brought about. But the most important of all has already been laid. The foundation stone, freedom of speech. The First Amendment of the Constitution. There must be opponents to every project. So, above all, don't develop a one-track approach. Otherwise, man won't have enough room for expression to feel free. If man sees his chains, he will only want to break them. If we give men the feeling that they are free, I am convinced that they will exceed their limits. And it is only from that condition that humanity shall rise up. But do you want to dominate or raise humanity higher? I want it to advance. I want it to progress. Man is our vessel. If he progresses, then so do we. Wouldn't you like to know what we really are? Who do you mean? Demons? Yes, us. Our species. I've been searching for centuries, trying to find a way to explain the reason of our existence. But humanity has not yet evolved enough to make any progress on this subject. I am convinced that the sciences will bring that knowledge someday. So, that's your objective, is it? To understand who we are. Immer noch Manipulation. Es ist immer noch Manipulation. I understand your goal, but the change you propose is not really as significant. It is merely more smoke and mirrors. You must understand that we directly depend on men. Consequently, we have to do our utmost to help them progress and to prevent them from killing each other. Warum nicht einfach Frieden erzwingen? Angesichts der Kriege in der Geschichte funktioniert das nicht wirklich. Warum ihnen nicht beibringen, unabhängig zu sein? Nee. Unabhängigkeit finde ich kacke. Also, nicht jetzt für mich, nein, aber ich nee, ich weiß, angesichts der Kriege in der Geschichte funktioniert das nicht wirklich. And you think that's been a success? Humanity? It's almost always at war. And it's been this way forever. Look, I'm not saying that the task is easy. We've all had failures. And at times, we have even suffered from conflicts on our own side. I'm doing my best to improve the situation. Our family clings to its privileges and to the past. And that's how they are putting us in danger. The time has come for change. Now that you know your true nature, there are still a few things I need to teach you. What do you mean exactly? A new skill
And not the least, Louis. It's about taking control of a person. Was? Wie funktioniert das? I don't see how I could do that. I shall help you the first time. How do you do it? It's an animal resonance. How it works is still a bit unclear, even to us. Like a wave or a sound? That seems the most likely, yes. In my opinion, demons are capable of tuning their psychic frequency to that of others. That is why, for example, I tend to surround myself with deaf and dumb servants. The servants dressed in black. I infiltrated them. I opened a channel between them and me, and then I deprived them of speech and hearing. This way, no other demon can turn them against me. Ich bin bereit. Okay, let's not waste any more time. I deduce that you're impatient to master what's in store for you. That is good. I thought I'd mix business with pleasure for this first time. What do you mean by that? The conference will come to a close shortly, as you know. Not that I'm fed up with archaic diplomacy, but it's time to ensure the success of this project. To make this happen, I would like Piaggi to inform the Pope he has changed sides. Die Konferenz manipulieren. You're going to use your powers to alter the votes? The real game is about to begin, Louis. Up till now, the guests have been sizing each other up. From now on, it's time for Gregory and myself to play. As well as you yourself. Now, here is my plan. I would like you to join His Eminence in his room. Just play along. We'll see when the time comes. Very well. And then? You're going to have to trust me. What we're going to do is painless for the human you are going to invade. Invade? Yes. You're going to enter his mind and take control. You're going to influence his actions and his psyche. Make him speak, then concentrate. You must focus on him in order to feel his thoughts. Then, while speaking, you must link with him. Once you're done, you will naturally find your way to the source and enter into his thoughts. But what if I fail? Trust in your instincts. Mm-hmm. You just have to let yourself go. You have the skill. Let your nature come to the fore. You'll see. If you fail, you'll be in for some light banter with His Eminence. That's all. There's nothing to be afraid of. Very well. Perfect. Go now. The Cardinal is in his room. You will have to write a letter to the Pope as if Piaggi had written it himself. Mm-hmm. In this letter, tell the Pope that whatever happens during the conference, he must follow my propositions. But be careful. In order to protect himself from counterfeiters, the Pope had Piaggi's hand tattooed with a symbol to be sure of his identity. You'll see when you're inside him. You'll understand. Once it's written up, just bring it back to me and I'll send it off immediately. All right, I'll take care of it. Okay, ja, machen wir einfach mal so. Ja, komm. Manipulieren wir die Welt. Ich bin voll dabei. Scheiße, nee. Ja. Piaggi. Achso, er wieder hier. Wo ist der denn, der Typ eigentlich? Was ist das hier eigentlich? Ach, das ist hier der Turmzimmer. Wöllner? Also Wöllner meine ich. Ich gehe in Piaggis Zimmer, aber hier ist gar nichts drin. Das könnte Emilys Zimmer sein. Wo ist denn Emma eigentlich? President George Washington. Okay, das ist nicht das, was ich suche. Monseigneur, His Eminence Cardinal Piaggi. Da müssen wir rein. Ah, well, Louis. What brings you back to my chambers? May I sit down? Of course, Louis. Don't you feel good? Yes, but if I'm gonna pass inside you, I'd better sit myself down first. It's nothing, don't worry about it. Well, what can I do for you? Right. Now I need to concentrate. I wanted to speak to you, Your Eminence.
Über Dämonen reden, über Politik, über die Konferenz reden, über die heilige Lanze reden. Dämonen, komm. Do you believe in demons? What are you talking about, Louis? Where is he going with this? I can feel something. Demons, Your Eminence. I am a cardinal. Of course I believe in evil. What on earth is the matter with him? Is he losing his mind? All right, hang in there, Louis. Don't lose him. Rest assured, Your Eminence. I'm fine. But it's impossible. Rest assured, Your Eminence. I am fine. Whoa! I've done it. I've done it. Damn it! He was right. Fuck! Is this guy jetzt? This is just crazy. I can't believe it. Look at yourself, Louis. Better not get caught. Whoa. I still need to get used to this body. So, let's see about what Mortimer asked me. Right. Well, it's time I got started. Let's see what I can find here to help me write that letter. Ach, die Wandfarbe ist ja geil. I have no means to validate my forgery, so I better take my time with it and not make any mistakes. Okay. There are two letters from the Pope on the desk. I should be able to get a clue or two by checking how well they correspond to each other. Mm-hmm. And here are three stamps. All are different. Briefe auf dem Schreibtisch lesen. Den ersten Brief. Okay. Lieber Giuseppe, da es mir meine Gesundheit nicht erlaubt, der Einladung Sir Gregorys auf das Anwesen von Lord Mortimer zu folgen, bin ich Ihnen dankbar, dass Sie statt meiner an der Konferenz teilnehmen. Werden Sie Gastgeber und Dank ausrichten. Gott möge allmächtig Sie segnen und beschützen. Wenden Sie nicht Ihr eigenes Siegel, wenn Sie mir schreiben. Benutzen Sie stattdessen den Stempel mit meinem Motto. Okay. Den zweiten Brief lesen. Lieber Giuseppe, ich weiß, Sie sind auf dem Weg zu Lord Mortimers Anwesen. Ich hoffe, dass Sie eingeladen werden. Mächtiger sagen, beschützen Giovanni Angelo Braschi, der Ihardini. Okay. Briefe ablegen. Einen Stempel für den Brief aussuchen, den Inhalt des Briefs festlegen. Ja. Right. Well, let's start right. Lord Mortimer asked me to discredit Sir Gregory and to announce Piaggi's final vote in his favor. As an introduction, Your Holiness, thank you for your trust. Mortimer, ne? Nee. Home? Nee. Ja. Beide diskretieren. Mortimer? As we inform Sir Gregory, it is of absolute necessity that Lord Mortimer's projects do not come to fruition. We're talking about the future of the Holy See. Hä? Habe ich mich jetzt vertan? Oh, scheiße, ich habe, glaube ich, habe mich vertan. Habe ich mich jetzt vertan? Scheiße. Habe ich mich jetzt vertan? Ich, Home. War der andere. Was heißt diskretieren? Heißt das nicht? Oh Gott, scheiße. Ich glaube, hab ich mich vertan. Ich weiß es jetzt nicht. Ich mach mal den Geheimcode aufschreiben. There's a kind of code composed of six letters that they always write under the dates of their correspondent. According to Mortimer, it's got something to do with Piaggi's tattoo. I guess I'll have to write one for today's date. Now, ideally, it'd be better to do without it, but I'm going to need to be extremely clever here. Today, the date is 24/01/1793. Heute ist der... Okay. Oh, über die Logik des Codes nachdenken. Wäre schön. The letters from the Pope, there are six letters just below the date. Two just below the month, four others below the year. Mm-hmm. Piaggi's tattoo. It must be used to establish a connection between the letter of the concentric circle and the number shown in the middle. Nachdenken. Pfiff, ich habe keine Ahnung, ey. Some figures are the same in both codes, yet they correspond to different letters. The day is not translated. That must be the key to the code.
Der Tag ist nicht kodiert. Today the date is 24/01/1793. Oh, scheiße. Ich hasse sowas. Okay, ich muss jetzt... ich muss mal überlegen. Ich muss überlegen. Gute Frage. Der Tag ist nicht kodiert. Von vorn beginnen. Boah. Ich weiß nicht, ey. Das ist echt... Heute ist es... A bis E. Warte mal. Vielleicht kriege ich. So, die 1 steht für. Ja, aber nee, das ist, der könnte der Monat sein. Weil da ist es, weil 1 ist nicht gleich G. Doch, 1 ist gleich G. Nee, doch nicht. 1 ist nicht gleich G, weil da unten steht die 1 für H. Haha. Und das F ist auch nicht immer da an Ort und Stelle. Und, boah, alter Schwede, ey. Wenn ich dann da von... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, ich muss sowieso jetzt erstmal Schluss machen. Und dann gucke ich mir das mal in Ruhe an. Weil, boah. Okay, warte mal. Das, ne, vielleicht kriege ich das noch hin. So, das ist die Hand. So, das A ist 24, F ist okay. Wir haben jetzt den, was haben wir denn überhaupt? Achso, ja, den 24. Das Datum wird nicht, aufgeschrieben, so, dann haben wir den 24.01. Das haben IH. Erste ist dort aber nicht zu sehen. Erste. Und die 0 ist da auch nicht zu sehen. Hä? Ich check's nicht. Ich muss Schluss machen. Bis zum nächsten Mal.